Hallo, ich bin der Clemens Cordela und stehe gerade im Trailer Miesenbach vor der neuen Jumpline. Die Aufgabenstellung bei der neuen Jumpline war es, den Trailpark, um eine Strecke zu erweitern, auf der sich ambitionierte Fahrer wohlfühlen, auf der Backflip geht, das war eine Aufgabe, und wo auch noch nicht so gute Fahrer sich herantasten können. Und das haben wir in der Jumpline alles vereint. Jawohl, geil. Mir war wichtig bei dieser Line, dass es ein möglichst breites Spektrum an Fahrern anspricht. Es soll der Ambitionierte und der Profi seinen Spaß finden und auch der sich echt herantasten will an die Sprünge. Und das haben wir mit zwei verschiedenen Optionen bei jedem einzelnen Sprung gemacht. In die Kurven, in die Sharkfins und bei den Absprüngen gibt es immer einen flachen und einen höheren steilen. So kommt jeder auf seinen Spaß. Da kommt gerade einer von den jungen Burschen. Jo! Geil! Seht ihr? Der ist gerade noch die niedrige Option gesprungen vor der Jumpline. Wie alt bist du? 13. 13 springst du die Jumpline und kannst jetzt Stück für Stück an die höhere Optionen, höheren steilen Absprung hinarbeiten. Perfekt. Für die bestmögliche Trailqualität haben wir unseren eigenen Bagger angeschafft mit speziellen Aufbauten, unter anderem ein Sieblöffel. Und damit sieben wir das Oberflächenmaterial durch. Vorteil Nummer A ist, der Trail hält länger, weil sie keine Steine losrütteln. Vorteil Nummer 2 oder B ist, dass er sich besser fährt. Und Nummer 3 ist, dass wir gleich einen Drainageschotter haben, um die Wasserthematik zu lösen. Für mich ist es eine der größten Leidenschaften, eigentlich ist es fast mehr Leidenschaft, richtig geile Strecken oder Jumps zu bauen oder Jump Trails, wie ihr immer das nennen wollt. Also kommt vorbei, wenn es euch Spaß macht, teilt es, gebt es weiter. Ihr könnt es mir gern markieren, ich teile es gern weiter, wenn ihr einen Freitag gehabt habt und ein paar coole Videos postet. Ich poste es gern weiter. Mir taugt es, wenn es euch taugt.